Am Sonntag, den 22. Mai 2011, wurde das zweite Rennen der Trek Mountainbike Challenge ausgetragen. Bei Kaiserwetter führte der dritte Eisenwurzenmarathon die Biker rund um den Damberg. Nach einem Jahr Pause aufgrund eines Neubaues einer neuen Sportkaiser-Filiale organisierte Sportkaiser wiederum den heurigen Eisenwurzenmarathon. Vielen Teilnehmern war der doch sehr anspruchsvolle Marathon aus den Jahren zuvor bekannt. Also mal schauen, das ist das erste Rennen, jetzt werden wir mal schauen, wie es geht. Und eigentlich bin ich kein, es ist ein reines Vorbereitungsrennen für mich und schauen wir, wie es geht. Ja, ich denke, dass alle, die was da am Start stehen, wissen, auf was sie sich einlassen. Also technisch ist da eher der Top und wir werden zeigen. Also in die Abfahrten denke ich nicht, dass sie da viel entscheiden wird bei den Wettkampfrennen, sondern eher in die Anstiege. Strecken kenne ich absolut nicht. Muss ich mich überraschen lassen. An mir will ich wieder mal ein kurzes Rennen fahren und so schnell wie möglich im Ziel sein. Es sind ziemlich starke Gegner da. Ich bin beim letzten Rennen, habe ich ziemlich einen guten Platz gemacht und darf heute von ziemlich vorne starten. Und ja, schauen wir mal, was rauskommt. Also die Strecken ist, glaube ich, in einem super Zustand. Das Wetter ist optimal. Und ja, jetzt werden wir ein bisschen angassen und dann kommen sie mal ums Durchgehen an der super Platzierung. Die Strecke ist sehr trocken, ja, sehr kräftig, selektiv. Schauen wir. Unfallfrei, wichtig. Um 10 Uhr erfolgte der Start beim Gastner Schwimmbad. Wir haben dann das Signal vom Rennleiter. Auf geht's! Jawohl! Die Klasse ist wohl. Fun! Und Klasse sind zu bewältigen. Wir wünschen den Teilnehmern alles Gute. Pass auf! Mit 400 Startern konnte der Veranstalter einen neuen Teilnehmerrekord verzeichnen. Den Fahrern standen drei Strecken zur Auswahl. Die Fun, Small und Klassikstrecke. Die Fahndistanz betrug 17 Kilometer und 520 Höhenmeter. Die Small-Distanz betrug 42 Kilometer und 1350 Höhenmeter. Und die Klassik-Distanz wies 71 Kilometer und 2170 Höhenmeter auf. Dies war also der dritte Eisenwurzenmarathon, der am Enstal rund um den Damberg ausgetragen wurde. Bei der Streckengabelung zur Fahnenstrecke führte Martin Kellermann das Feld an. Der schnellste der Fahnenklasse an dieser Stelle war Roland Kugler von Bike dem Kaiser. Dahinter Daniel Wemmer und Matteo Pros, die sich links auf die Fahnenstrecke begaben. Die Fahrer der Small- und Klassikstrecke bewegten sich weiterhin talwärts. Die Führung bei der Damen in der Fahnenklasse hatte zu diesem Zeitpunkt Karin Kondert. Damit doch alle die richtige Strecke erwischten, dafür sorgte ein in der Region und darüber hinaus bekannter Spitzensportler, Günther Kaltnecker. Er gönnte sich bei diesem Rennen eine Pause, da ihm die harte Wintersaison noch in den Knochen steckte. Und so fungierte er kurzerhand als Streckenposten. Diese Mountainbike-Strecke ist für die Teilnehmer extrem kraftraubend, mit harten Steigungen, die es zu bewältigen galt. Belohnt wurden diese Anstiege jedoch meist mit wunderschönen Downhills. Der Trail führte weiter über den Wanderweg Bratschenberg und Wurzeltrail zur Hertelwiese und abwärts in den Kleinkohlergraben. Nach wie vor mit bereits erheblichen Zeitguthaben in Führung Martin Kellermann. Das Verfolgertrio führte der Sportkaiserbiker Wolfgang Krenn an.
Martin Kellermann weiterhin seine Führung sukzessiv ausbaute, trafen die Schnellsten der Fangklasse, die 17 Kilometer in den Beinen hatten, im Ziel ein. Als Tagesschnellster in der Fangklasse mit einer Zeit von 43 Minuten und 43 Sekunden erreichte der Sport-Kaiserbiker Roland Kogler das Ziel. Ich kenne die Strecken ein- und auswendig. Für mich war es wieder mal zum Probieren, ob ich fahren kann. Nach meinem Sturz vor sechs Jahr. Ich kann jetzt seit 2 Monaten wieder, überhaupt wieder mal Radl fahren. Und dass es gleich so geehrt wird, das taugt mir selber halbwegs. Mit 2 Minuten und 12 Sekunden Rückstand erreichte der für Zverev Changa Simplon startende Matteo Roos das Ziel und gewann somit seine Klasse U17. Dritter mit einem Rückstand von 2 Minuten und 35 Sekunden wurde wiederum ein Sport-Kaiserbiker. Mario Lampelmeier, was ihm in seiner Klasse U17 den 2. Rang einbrachte. Vierter in der Gesamtwertung und 2. in der Klasse Herren wurde Manuel Hamara von Light Bikers Racing Team. Mir ist super gegangen, also bergauf. Ja, war, bin ich ziemlich am Anfang zu schnell angegangen. Aber nachher bergab ist mir so super gegangen. Ich bin, habe die Strecken schon gekannt und ja, mir ist einfach nur super gegangen. Auf das Siegerpodest bei den Damen schaffte es die Atterbäckerin Karin Kundert. Mit einer Zeit von 52 Minuten und 17 Sekunden war sie die schnellste Dame. Ja, war super. Kurz, aber anstrengend. Ja, nein, das passt schon so. War super. Während die Teilnehmer der Fangklasse nach und nach die Ziellinie überquerten, versuchte auch der Nachwuchs, dem Medium Zweirad Herr zu werden. Unterdessen fanden harte Kämpfe auf der Langdistanz statt. In 2. Position Josef Hausleitner, knapp dahinter Wolfgang Grin. Pech für die Nummer 26, Georg Hoch. Er bog auf die Smallpiste, obwohl er für die Klassik, also für die Marathonstrecke genannt hatte, ab. Und das war natürlich das Aus für ihn. Hier war die Trennung der beiden Gruppen. Die Klassikfahrer mussten geradeaus und die Smallklasse zweigte ab zum letzten Downhill. Von hier aus war es nur noch 5 Minuten Abfahrt vom Fenster für die Biker der Smallklasse bis zum Ziel. Bei den Damen der Smallklasse führte Martina Däubler das Feld an und so kurz vor dem Ziel konnte sie von ihren Mitstreiterinnen auch nicht mehr eingeholt werden. An 2. Position bei den Damen Irna Krenn. So ein großes Event durchzuführen, ist für den Veranstalter keine leichte Sache. Aber aufgrund der regen Teilnahmezahl und der Top-Organisation stellte sich auch beim Veranstalter der Puls allmählich wieder auf Normalbetrieb ein. Ja, ist momentan der wichtigste Cup in Österreich für die Fahrer und wo da auch die stärkste Besetzung ist. Und wir haben jetzt 2 Jahre schon das Rennen gemacht am Daumenberg und es war sehr interessant, mit wenigen Startern genauso. Und jetzt haben wir natürlich mehr Starter durch die Challenge-Wertung und ja, es war eine Herausforderung und bis jetzt funktioniert es ganz gut. Während den meisten Teilnehmern die letzte Abfahrt noch bevorstand, trafen die ersten Biker der Small-Klasse im Ziel ein. Schnellster Herr in der Klasse Small mit einer Streckenlänge von 42 Kilometer wurde der Ausseher Manuel Plein. Mit einer Zeit von 1 Stunde, 45 Minuten und 4 Sekunden. Ja, wunderschöner Marathon eigentlich. Also technisch anspruchsvolle Strecken bergab und bergauf auch schon zum Fahren. Schöne Anstiege und eigentlich das, was mir entgegenkommt. Ja, ist auch ein
zweitschnellster Herr in dieser Klasse, Daniel Hochstrasser, mit einem Rückstand von 37 Sekunden auf den Führenden und einem Vorsprung von nur einer Zehntelsekunde auf den Drittplatzierten Markus Preiss. Ja, hat gut gepasst. Für das, dass man am Anfang so schlecht gegangen ist, so schwere Füße beim Ecker drauf, ist immer besser geworden im Verlauf vom Rennen. Haben wir immer weiter vorgearbeitet und zum Schluss haben uns halt entschieden, dass wir gemeinsam einfahren, weil wir doch die meiste Zeit gemeinsam gefahren sind. Bei den Damen holte sich Martina Teubler mit einer Zeit von 2 Stunden, 10 Minuten und 8 Sekunden den Sieg in der Small-Klasse. Auf der Klassik-Distanz wurde noch einmal alles gegeben. Zur Erinnerung, hier waren 71 Kilometer und 2170 Höhenmeter zurückzulegen. Und das Dröhnen des Motorrads kündigte den Führenden in der Klassik-Klasse an. Seit Beginn in Führung und mit großem Vorsprung auf den letzten Kilometern, Martin Kellermann. Er siegt überlegen mit einer Zeit von 2 Stunden, 45 Minuten und 32 Sekunden. Mit 5 Minuten Rückstand passierten die Verfolger mit der Nummer 27 Wolfgang Rehn und mit der Nummer 3 Thomas Strobl den letzten Anstieg dieser Tour. Inzwischen im Ziel der Sieger Martin Kellermann. Ja, ist sehr gut heute gelaufen. Ich habe heute ein bisschen eine andere Variante probiert. Ich habe sofort attackiert am ersten Berg und bin davor gefahren und bin eigentlich einsam ins Rennen gefahren. Das ist ein Ziel. Die vorigen zwei Rennen, was ich gewonnen habe, habe ich eine ganz andere Taktik gewählt und scheinbar, wenn man gut in Form ist, geht alles. Mit 5 Minuten und 2 Sekunden Rückstand gelangten Hand in Hand Wolfgang Rehn und Thomas Strobl ins Ziel. Thomas Strobls Chip löste um eine Zehntelsekunde früher aus als der von Wolfgang Rehn und war somit Zweiter. Wir sind eigentlich jeden Meter zusammen gefahren und wir haben super zusammengearbeitet und somit haben wir uns in der letzten Abfahrt entschieden, dass wir zumindest zusammen ins Ziel fahren, weil es war sportlich fair. Ich habe einmal Trinkflaschen verloren und der Dom war so fair, hat mich mal kurz runtertrinken lassen von seiner. Ich finde es sportlich super und darum haben wir uns geeinigt, dass wir jetzt exakt ins Ziel fahren und ich glaube, das passt gut. Ja, das ist jetzt egal, Zweiter oder Dritter. Der Wolfgang und ich haben miteinander drauf gearbeitet. Ja, die ganze Zeit haben sie abgewechselt bei der Arbeit und haben wir gesagt, da kommen wir noch nicht. Es wäre da keiner weggekommen, wir sind beide auf einem gleichen Level, das hat schon passt. So. Die Damenklasse gewann Manuela Grönzweil mit einer Zeit von 3 Stunden, 47 Minuten und 37 Sekunden. Zweite wurde die Dame auf der Überholspur, Lisi Unterbuchschachner, mit ca. 10 Minuten Rückstand auf ihre Kontrahentin Manuel Grönzweil. Ja, für das, dass ich 3 Jahre nicht mehr am Bike gefahren bin, passt. Aber schwierig. Wie hast du die Strecken erlebt? Also technisch anspruchsvoll und der lose Schotter, der ist zum Aufpassen. Der tolle Mountainbike-Marathon mit schnellen Abfahrten, Wurzeltrails, aber auch mit steilen Anstiegen und sehr warmen Temperaturen verlangte den Teilnehmern einiges an Substanz ab. Oh, ich habe leider Flaschen verloren, gleich nach dem Anstieg, aber jetzt habe ich nichts zum Trinken gehabt und bei dem heißen wie das ist natürlich der Tod. Ich habe dann irgendwann eine gekriegt, aber ja, hart auf, ich habe dann einige Plätze verloren, aber halt, ja, es war nicht mehr drin. Ich war mit meiner Leistung im Grunde genommen war ich eigentlich zufrieden. Freilich wünscht man sich immer ein bisschen eine bessere Zeit, aber ich bin heuer nicht so viel zum Trainieren gekommen, als ich mir eigentlich gewünscht hätte. Das dürfte sich ein bisschen in der Zeit niederschlagen. Aber sonst perfektes Rennen, wunderbares Wetter, perfekte Organisation. Danke den Organisatoren. Mehr kann man nicht sagen. Außer dass dieser Bewerb hoffentlich auch im nächsten Jahr im Mountainbike-Terminkalender aufscheint.